Könntet ihr mit den Augen eines uralten Baumes sehen, dann wäre diese Geschichte gerade gestern erst geschehen. Doch ein Menschenleben ist kurz und schnell, wie das Aufflackern einer Sternschnuppe am schwarzen Nachthimmel. Und so hat sich diese Geschichte vor langer, langer Zeit zugetragen. Viele Geschichten beginnt auch diese mit sehr, sehr kleinen Dingen. Dinge so unwichtig und alltäglich, dass wir sie oft gar nicht mehr als etwas Besonderes wahrnehmen. Wie eine einzelne Eichel. Ja, eine kleine Eichel. Niemand beachtete diese kleine Eichel. Schon nach einiger Zeit war sie von feuchtem Laub bedeckt und schlummerte in tiefen Traum. Wintergeister zogen heulend über das Land und verrichteten ihr gnadenloses Werk. Doch so sicher, wie zum Winter alles Lebendige starb und verging, so sicher kehrte der Frühling mit seinen ersten bunten Blüten zurück. Aus der kleinen Eichel blinzelte bald ein grüner Keimling der Sonne entgegen. Ungeduldig streifte er seine ausgediente Schale ab und schickte sich an, ein Baum zu werden. Der Keimling wuchs und wuchs, so dass er innerhalb weniger Jahre zu einem stattlichen Baum herangewachsen war. Geschah in den ersten 1000 Jahren eigentlich nichts Aufregendes. Aus dem jungen Baum wurde ein großer, ein mächtiger Baum. Die Krone war riesig, die Äste stark und die Geister des Waldes fanden unter dem mächtigen Blätterdach Geborgenheit und Schutz. An einem Sommerabend senkte sich der Geist des Baumes über den gurgelnden Lauf des Wassers. Wer bist du, schönes Wesen? Raunten seine Äste im Wind. Und als Antwort stieg ein kräftiges Rauschen empor. Ich bin Ninginanga, der Drache, der Flussgeist des ewig fließenden Wassers. Ich bin der gewaltige Strom aus den Bergen von Futajalo. Ich bin das Wasser, das euch nährt und Leben gibt. Doch du, hey, du bist unbewegliches Holz. Ha, erwiderte der Baumgeist und ein trotziges Knarren fuhr durch seinen Stamm. Unbeweglich? Sieh doch nur, wie meine Äste sich wiegen. Meine Blätter im Wind flattern. Der Flussgeist Ninginanga konnte nur lachen. Der Baum war überwältigt von der Kraft und Schönheit des Flusses. Wie kann ich so werden wie du? Fragte er den ungleichen Bruder. Niemand ist wie ich, aber ich habe uralte Bäume gesehen, zu Hütern des Waldes geworden waren und die ungehindert ihren Stamm verließen. Wie? Fragte der Baumgeist aufgeregt. Ich spüre es. Du stehst schon kurz davor.
Den ersten Schritt in eine neue Welt hast du bereits getan, als die Geister des Waldes dich erweckten. Du gabst ihnen unter deiner mächtigen Baumkrone Schutz und Geborgenheit. Und nun wage den zweiten Schritt. Was ist der zweite Schritt? Fragte der Baumgeist ungeduldig. Wage den Schritt ins Unbekannte. Mit diesen Worten verabschiedete sich Ningenanga, der Flussgeist. Sein lächelndes Abbild schwebte noch einen Augenblick über den gurgelnden Lauf des Wassers. Dann verschmolz es mit den kreiselnden Wellen. Lange dachte der Baum über die Worte des Flusses nach. Und während er noch nachdachte, fiel ihm auf, dass er tatsächlich seinen Stamm verlassen und umherwandern konnte. Sein Geist ritt auf den Winden und folgte den Spuren des Wildes. Er badete im schillernden Glanz der Gestirne und tauchte tief hinab zum Wassergeist, um ihm seine neu gewonnene Fähigkeit zu zeigen. Und irgendwann nach einer langen Zeit erkannte er, dass er schon längst nicht nur Baum war. Er war eins mit den Ästen, dem Moos und dem geschwungenen Hals des Reihers. Er war Fisch und Vogel und er war das Röhren des Hirsches in der Dämmerung. Er war halb Mensch, halb Tier, boxbeinig und gehört. Er war zu einem mächtigen Geist des Waldes geworden und er bekam einen Namen. Die Geister nannten ihn von nun an Ankuran, Jäger des Waldes.